Tausende Besucher strömten am Sonntag in die Friseuter Innenstadt, um den dritten und letzten Tag der diesjährigen Maitage zu genießen. Der Handels- und Gewerbeverein Friseute sowie zahlreiche Vereine und Einrichtungen hatten sich wieder einiges einfallen lassen, sodass für jeden etwas dabei war. Neben den tollen Mitmachaktionen und allerlei Leckereien lockte auch der verkaufsoffene Sonntag die Besucher in die Innenstadt. Dort gab es an dem Tag auch immer wieder Platzkonzerte.